Wollen wir mit dem Sutter Hugo reinstarten auf chillig? Ja, vielleicht, ja. Bleib mal gucken, was so abgeht. Ein saftiger Healer. War die richtige Entscheidung heute noch. Ist die Quali schon hoch hier? Noch live zu kommen, Chat. Aktive Streams, belohnt das Karma. Stimmt, Elden Ring-Spoiler, ne? Ich wollte halt Elden Ring eigentlich auch mal rein. Aber jetzt gerade zockt jeder, Bruder. Jetzt gerade ist tot. Wir haben eh noch der Last of Us. Ich glaube, ich mach erstmal Last of Us fertig, dann machen wir Elden Ring. Ganz gemütlich, Freunde. Bruder. Aber sind die actually Spoiler jetzt, oder? Das ist schon auch eine Bedeutung. Dann versuche ich die zu skippen, I guess. Lass es. Abseits ist, wenn ein Spieler angespielt wird. Bro, also dass wir in 2024 immer noch Abseits erklären müssen, ist crazy, Bro. Seid ehrlich, ist nicht schlimm. Ihr müsst euch nicht schämen. Gibt's Leute, die nicht wissen, was Abseits ist hier im Chat? Ja? So viele? Das ist krass. Das ist krass. Okay, aber gut, ihr schaut halt auch kein Fußball dann, I guess, oder? Also gibt's Leute, die die EM schauen, aber nicht wissen, was Abseits ist? Da habe ich euch. Da gibt's nämlich keinen. Jetzt habe ich euch. Ich sage, es gibt niemanden, der die EM schaut, aber nicht weiß, was Abseits ist. Call ich. Ja? Wirklich? Das ist krass. Kann man ja trotzdem enjoyen, ja. Gut, stimmt schon, I guess. Für alle, die es nicht wissen, Leute, ist nicht schlimm. Kevin erklärt es jetzt ja einmal für euch. Wer vor den zwei Verteidigern quasi ist und wenn das quasi durchgeht, dann ist das ein Abs... Ah ja, cool, das konnte ich es nicht verstehen. Zum nächsten Video. Kevin, falls du irgendwas mal mit Fußball vorhast, also wenn das von mir kommt, dann ist es schon... Video. Kevin... Was ist? Abseits ist, wenn ein Spieler angespielt wird, der vor den zwei Verteidigern quasi ist und... Ja, also hinter in dem Sinne, würde ich jetzt mal sagen. Hinter macht es mehr Sinn. Und wenn das quasi durchgeht, dann ist das ein Abseits und das ist nicht erlaubt. Komm, jetzt machen wir so. Ja, Real Talk, aber es ist gut erklärt, Bro, so ist es. Eine geile Ecke. Mach ich? Gibt es jetzt jemanden, der es nicht gecheckt hat? Nein. Che confusione, sarà perché ti amo. Oh! Abseits? Halbzeit. Abseits. Bei Ecke abseits. Das ist schwierig. Sag mal, es abseits ist oder denkst du, das weiß ich nicht. Ist es nur Abseits-Zusammenschnitte? Ganz genau. Wenn jemand versucht, ein Tor zu schießen, aber das beim Torwart über die Linie des gegenüber anderen. Also wenn da keiner von den Gegnern steht. Du brauchst keine Survival Skills. Ich bin der Survival Skills. Ach, keine Ahnung, Alter. Abseits ist... Fußball ist kacke. Erklär mal abseits. Ich kann es dir auch so erklären, aber ich erkläre es jetzt in Girl Terms. Wenn du eine Tasche gefunden hast und du stehst an der Kasse und deine Freundin... Bro, was? Deine Freundin steht aber weiter vorne an der Kasse und zwischen euch steht noch jemand, dann wirfst du die Tasche zu deiner Freundin. Das ist abseits. Also deine Freundin ist aber ein Stückchen weiter vorne und also drängelt so. Ich muss euch eine Geschichte erzählen. Bei der EM jetzt waren halt meine Einrufe, die sind halt nicht ganz... Ist das ein aktueller Stream von Nova? Sieht ja irgendwie voll anders aus, oder? ...zu gut angekommen. Also beispielsweise die Frage, wo bleibt Ballack? Bro, ich habe zusammen mit Nova geschaut, vielleicht meint sie das. Wann spielen wir gegen Brasilien? Brasilien. Hat jetzt nicht so gezogen. Und halt auch, ich dachte, dass Abseits halt eine Spielerposition war, ne? Ist jetzt nicht so gut angekommen. Seid ihr bereit? Ja, wir sind keine bereit. Angst, das ist crazy. Ne? So, keine Sorge, Taube, der geht's gut. Ich habe die gerade gefangen, weil die verschnürt war. Es geht. Bro, sie holt einfach eine Taube da raus. What the fuck? Es gibt halt einen Verein in Hannover, da bin ich auch Mitglied. Es gibt in vielen Städten einen Verein für Tauben. Und man kann die auch anfassen, das wollte ich nochmal zeigen. Oder willst du sie auch? Ja, soll ich euch sagen, was hier passiert ist? Hier wurde eine Regierungsdrohne auf ganz frischer Tat ertappt. Die wollte nämlich die scheiß Taube, die Drohne, also die Taubendrohne, wollte die nämlich aussetzen im Park. So werden nämlich die Tauben, wenn die, also die Drohnen, Tauben sind ja Drohnen, wenn die nämlich so eine Fehlfunktion haben und so, werden die eingepackt, repariert und von so unschuldig aussehenden Frauen werden die nämlich transportiert, dass sie immer sagen können, ja, Tierschutz, Tierschutz und so weiter und so fort. Die hat nämlich einen neuen Akku bekommen und die hat ein neues Update bekommen, Bro. Die haben jetzt so 3D-Vision und bessere Mikrofone und shit. Und so Personenerkennung auch haben die, so wie in China. Ja, die Taube hat schon ein neues Update bekommen. Die ist so Beta-Tester, wird in den Park ausgesetzt. So. Und jetzt, und Adam hat die nämlich gefickt. Adam hat die nämlich gesehen. Oh, da stimmt was nicht. Was ist hier los? Ah, ja, ich habe die hier gerade gefunden und so auf denen. Das sind geschulte CIA und BND-Mitarbeiter, Leute. Ich sag euch, ich habe da in Area 51 Dinge gesehen, die könnt ihr euch nicht mal vorstellen. Wenn ihr wüsstet, was alles auf der Welt los ist, dann würdet ihr nicht hier jetzt sitzen, Hand einen Eiern gerade den Stream hier gucken. Freunde, haltet die Augen offen. Wenn ihr eine Taube im Park seht, Hände über die Augen. Lasst euch nicht scannen. Mal anfassen. Okay, let's go. Einfach oben die Hand weg. Ja, genau. Nicht werfen, einfach locker. Taube! Hey, warum ist sie jetzt aber Papa, hä? Und man kann die auch anfassen, das wollte ich nochmal zeigen. Oder willst du sie auch mal anfassen? Okay, let's go. Einfach oben die Hand weg. Ja, genau. Nicht werfen, einfach locker.
Bro, aber das macht jetzt auf On God gerade keinen Sinn. Die Frau transportiert die Taube in diesem Sack, weil sie die irgendwie, die war verschnürt und sie hat die gerettet, aber sie wollte die ja anscheinend irgendwo hinbringen und jetzt lassen die einfach frei, oder was? Ah, die wollte eh freilassen, oder was? Okay, let's go. Einfach oben die Hand weg. Ja, genau. Nicht werfen, einfach locker. Bruder, die Taube macht so, guck mal, das kann man gar nicht innerhalb von so 0,1 Sekunden, Alter, ist die von so, oh, pff, die flippt komplett aus. Und weg. Tauben sind Drohnen. Das ist eine Regierungsbeamtin. Und du lässt zusammen mit ihr Überwachungsdrohnen starten. Die Pappe Taube wird... Ah, den Gag hab ich schon gemacht, Bro, sorry. ...die Frequenzbänder stören. Bugs beobachten uns. Das ist halt wirklich eine Drohne. Das ist halt wirklich eine Drohne, Leute. Wenn man genau hinschaut, sieht man ihre Mikrokameras. Das ist halt Real Talk eine Spionagetaube. Boah, stellt euch wirklich, wisst ihr, was krass wäre, Chat? Wir machen uns die ganze Zeit über dieses Taubending lustig. Und in so 10 Jahren werden so Dokumente declassified, wo steht, ja, die Geheimdienste haben auf der ganzen Welt tatsächlich unter echte Trauben so Drohnen drunter gemischt, um zu gucken, um das zu testen, so MK-Ultra-mäßig, wo immer alle gesagt haben, ja, das stimmt nicht, und dann kommt raus, das stimmt, Bro. Alter, das wäre crazy. Wenn wir genau hin. Aber diese Drohnen sind dann, die konnte man nicht mehr kontrollieren. Die haben sich dann, die sind so AI-mäßig, haben die sich ihre eigene Persönlichkeit generiert und sind dann mit den normalen Tauben, die eh da gelebt haben, mit den echten Tauben, verschmolzen, rumgeflogen und so. Das heißt, man schätzt, dass heutzutage noch Zehntausende Drohnentauben unter echten Tauben leben. Man kann die optisch aber nicht auseinanderhalten. Bis der Akku halt leer geht und dann fallen die vom Himmel. Schaut, sieht man ihre Mikrokamera. Digga, aber ich sag echt, Tauben sind, glaube ich, wirklich was Geheimes. Also OOC jetzt. Ihr denkt, ich trolle und so, aber ich mein's ernst. Weil die sind... Ja, aber das ist halt krass. Zu random, das ist halt die krass. Irgendwie... Da sind Kameras drin, Jungs, vertraut mir. Da sind Kameras drin. Weil hier auf Madeira zum Beispiel sind auch Tauben, aber wir sind auf der Insel. Das macht gar keinen Sinn. Hast recht, Hugo. Hast komplett recht. Denken, wir sind dumm. Die f***en uns da oben. Die kann die Batterie sogar aufladen über die Füße hier. Deswegen sind Tauben manchmal auf so Stromleitungen. Nein. Ich weiß. Ah, da laden die auf, Bro. Da gibt es auch Tauben in echt oder sind alle Taubenkameras? Also kann man Tauben in Kurbelgenerator? Ich sage ehrlich, es wäre möglich. Als Kurbelexperte sage ich, es wäre theoretisch möglich. Kann sein, dass die ersten Taubengenerationen mit einer Kurbel sogar aufzuladen waren immer jede Nacht. Jetzt ja. Nicht machen, Chat macht das nicht. Aber wenn jemand wirklich hundertprozentig davon überzeugt ist, dass eine Taube eine Drohne ist, der dann schneidet die doch einfach mal auf. Ah. Oh mein Gott, das ist krank. Ja, geil. Das ist ein Drohnen der Regierung. Tauben sind ja überall zum Beispiel. Tauben gehen ja auch zum Arzt, gehen in die Fußgängerzonen, laufen zur U-Bahn und so. Das ist crazy, Bro. Digga. Die Taube ist am Cripwalken. Das nasty! Die Tauben sind die Luftdrohnen, die in der Stadt sind, von der Regierung das in Delfine. Nasty. Weil das so Fische sind, die an den Menschen auch schon mal eine Babytaube gesehen? Ja, ich glaube, die chillen halt in den Nestern, ne? Ich glaube, das Babytauben-Ding ist kein Debunk oder Bank, also kein Proof und kein Debunk für die Theorie. Ich glaube, wenn es Drohnen gäbe oder nicht hätte, würde man so oder so keine Babytauben sehen. Ich glaube, da haben die einfach halt die falsche Tierart ausgesucht, die Forscher. Die Regierung hat sich die falsche Tierart ausgesucht. Da kommen sind Drohnen im Wasser der Regierung. Die sind auch mit Kameras ausgestattet. Woher ich das weiß, geht mal raus und schneidet mal eine Taube auf oder einen Delfin, dann werdet ihr schon die Wahrheit erfahren. Ihr kennt die Tauben, die angriffslustig sind. Du sitzt auf der Parkbank, hast gerade schön mit deinem russischen Freund ein paar von diesen Pistazien hingespuckt. Die ist dir scheißegal, die Taube. Die kommt so an dich ran. Ist dir egal. Ist dir scheißegal. Okay, ich bin weg, Leute. Die Tauben machen mir ein bisschen Angst. Ich habe Angst, keine Ahnung. Können das sein, dass sie mich angreifen? Wo ist der? Herzlich willkommen beim... Digga, fucking Ronny, wa? Summer Stream von Montana Black 880. Hallo, bei mir, die wundervolle Alexis. Oh, warte, ich habe gerade auch gehört. Lass mal schnell rüber gucken. Das Auto ist wohl sehr, sehr krass. Oh mein Gott. Hi, was geht ab? Wir kommen jetzt gerade von der Präsentation des neuen Bugattis. Aber ich habe den neuen vorgestellt vor 2 Tagen. Ja klar, also ich bin der CEO von Bugatti. Das ist einfach der CEO. Hä? Das ist der CEO von Bugatti? As for real, Chat? Yo! Ich muss ganz kurz was Lustiges loswerden. Ich krieg von... Er ist mein OnlyFans-Subscriber. Von der Regie. Liegt's jetzt. Wie? So mittendrin, so gerade eben so. Alexis, das ist der CEO von Bugatti. Und ich so innerlich... Ah, alles klar. Hi, was geht ab? Nee, aber freut mich, dich kennenzulernen. Also ich kenne dich sowieso schon. Okay, du bist...
Digga, von was ist... Ich bin so verwirrt, Chat. Was ist das, was wir hier gerade sehen? Monte Event. Einfach random Monte Event, wo der Ding kommt. Ach, dieses Mile-Ding. Ach, dieses Miles. Ach so. Nee, aber freut mich, dich kennenzulernen. Also, ich kenne dich sowieso schon. Okay, du bist... Yo, that's crazy. Nee, die ist ein bisschen größer als ich. Hey, warum sieht es aus, als wäre ich bei den 7 Zwergen unterwegs? Was sagen wir? Ja oder nein? Kann man ganz schnell. Ja, das, vor allen Dingen, du hast das Foto schon vorbereitet. Ey. Danke. Ja, dann mach ich Simonte und sag einfach, ja, wenn da kein Butschi kommt, ja, da kann ich das Foto nicht ablehnen. Bei manchen kleinen Kids, die kann man manchmal nicht nein sagen, weißt du? Alles klar, schönen Tag euch, ne? Wilde Pigs, Alter. Alter, Magus, der Magus, der Rüli. Schön, dich kennenzulernen. Ich kenn dich nur von... Geiles T-Shirt, Magus. Von Videos hier. Ja, wir sehen uns das erste Mal jetzt, ja? Ja, eigentlich... Der Kopf ist ja so unfassbar rot, das ist ja nur noch geil. Ich glaube, Chat, so rot war mein Kopf heute auch beim Kreuzheben im Real Talk. Ich schieße dann auf Oberschenkel werden, ja, oder? Warst du Sport? Trainierst du ab und zu? Auch da wieder habe ich eine gute Antwort. Das Fitnessstudio, was ich besitze bei mir im Keller, ist noch wegen Corona-Maßnahmen umbauen geschlossen gerade. Okay. Es ist wieder soweit. Du verdammter Versager sitzt wieder auf deiner verdammten Couch und überlegst, ob du ins Fitnessstudio gehen sollst oder nicht. Verdammte Scheiße, jetzt ist der Moment gekommen, in dem du deine verdammten Sachen... Digga, brauche ich mir nicht sagen lassen, Freunde. Wir waren heute schon. Tsching, tsching. Gym, dann. Zusammenpackst, aufstehst und nochmal ins Fitnessstudio gehst und eine heftige Session durchkurbelst. Ja, ich will, dass dein Kopf noch roter ist. Oh mein Gott, wie rot ist mein Kopf gerade? Ich will, dass dein Kopf noch roter ist als meiner, wenn du ins Training gehst. Mir fällt gerade eine Sache auf. Ja, mein Kopf war todrot heute. Das ist der... Wer ist wir? Wieland und ich. Das Dream Team. The Power Team. The Power Rangers. Wieland und ich sind wirklich die Power Rangers aus Deutschland. Das ist tatsächlich so von Gericht her geklärt. Neuer Geschmack, ne? Ist das schon draußen? Das, liebe Freunde, nennt sich dann der Beweis, was der Unterschied zwischen einem richtigen Freund und einem flüchtigen Bekannten ist. Ja, den Release hatten wir schon. Okay, was haben wir denn als letztes rausgebracht bei Ola Kala? T-Shirts, Pullover. Meine lieben Freunde, und das ist mal wieder der Beweis für eine richtige Freundschaft. Geil. Finde ich gut. Wann habe ich denn das letzte Paket bekommen von Ola Kala? Was hast du für eine schöne... Ola Kala. Ey, wenn jemand zuschaut von Ola Kala, ja... Wenn ihr was Cooles habt, ich würde mich auf jeden Fall auch freuen. Danke. Kette, die mag ich. Die ist von Nico. Von Ola Kala? Ja. Ola Kala, nein. Ja. Wie spricht man das denn aus? Ola Kala? Ola Kala. Was? Ola Kala. Ola Kala. Ola Kala. Ola Kala, la 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 la. Das Ola Kala ist doch vernünftig. Ola Kala. Ola Kala. Ola Kala. Papa Platte eating Spaghetti. Habe ich Spaghetti richtig geschrieben? Keine Ahnung, ist eine AI, die muss das raffen. Ah! Bro, was? Also wirklich, diese Videos sind nur noch krass. Ah, so, so. Es ist einfach 1:1 Kevin, wie er Spaghetti isst. Ich glaube, die AI hat mich doch abgeholt, Alter. Guck mal, die haben sogar hier Marsha reingepackt. Exponentialfunktion. Ich würde sogar sagen, auf die 1. Ist das krass? Bro, wird's, Alter. Das ist wirklich Wahnsinn. Das, die KI ist gruselig. Digga, der rankt cool. Einfach Funktion. Das ist krass. Can you give me the same order as the... Digga, wir sind drin. What the fuck? Previous customer had. It's for a challenge, you know? Yeah, but it was a 16-piece meal. Oh, the rules are the rules, so we're taking that. All right. That's all? Leute. Oh, das war so schlimm. Oh mein. Dieser Hühnersong ist krass. Real Talk an den Cutter. Dieser Hühnersong ist respektlos, Bro. Oh Gott. Nee, 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 nee. 16-Piece Meal. Zweimal Coleslaw, zweimal Gravy für euch und achtmal Biscuit. Alter, Mac ist die übelste Schlange. Guck mal. Wir werden das essen, was der GLE vor uns bestellt. Ey, im besten Fall ist das auch wieder so ein Businessman. Guck mal, der sieht aus. Digga, die Kommentare werden jetzt... Ich weiß jetzt schon, was die Kommentare sind, Bro. Ja, der Fette freut sich über KFC, Bro. 100%. Ja. Ich muss gar nicht in die Kommentare gucken, Bro. Steig aus! Warum steigst du aber aus? Park, Bro. Die Park. Waren die zu dumm, so Copy-Paste zu machen? Ich glaube, bei manchen konnten die es in ihrer Kasse nicht machen, Bro. Ich glaube, manche konnten in ihrem Kassending das nicht irgendwie anklicken oder so. Okay. Bei manchen ging das easy. Komm, es geht nur um Traum. Ja, okay. Oh mein Gott, wir wollen... Lass doch hier einen Mitarbeiter fragen. Was heißt das? Paper Towel? Tissues? Paper Towel? We look for paper towels. Oh, we don't work for Target. Die haben da gar nicht gearbeitet. Oh, sorry.
und hat da irgendwelche Sachen eingeräumt. Und warum hat sie den Müllbeutel an ihrem Wagen dran? Dafür raspel ich jetzt einmal. Das war so geil. Ich habe das schon gesehen, als wir auf die zugelaufen sind. Ich dachte, boah, ich glaube, die arbeitet hier nicht. Aber ich wollte einfach mal Kevin trotzdem mal blamieren lassen, Bruder. Kennt man, gute Freunde kennen. Mittelgroße Zucchini. Was für mittelgroß? Hey, Moment mal, hey. Mittelgroß? Die ist riesig. Shoutouts an den einen Club in Düsseldorf oder wo das war. Ich bin dumm. Digga, das kann nicht sein. Mittelgroße Zucchini, subscribe for 2 months. Das kann nicht sein. Du sagst, mittelgroße Zucchini, das Ding ist so groß wie 3 Hände von dir. Ja. F***ing mittelgroß, das Ding ist huge. Ja, im Gegensatz zu... Ja. Das ist crazy. Zu was? Nee, nicht. Das ist krass. Das ist krass.